Und da sind wir auch schon wieder in Springfield mit der nächsten Folge der Simpsons und heute wahrscheinlich mit dem Bau. Ich glaube, der Comicbuchladen ist dran, den wir bauen müssen. Fangen wir natürlich erstmal an. Ach, doch, bisschen Ton. Nehmen wir natürlich erstmal die 1000 Dollar, die wir hier noch kriegen. Morgen gibt es ja dann wieder eine Überraschung. Und wie wir sehen, natürlich wieder alle ihre Aufgaben abgeschlossen von gestern. Gucken wir erstmal, was das alles gibt. Wir haben auf jeden Fall jetzt genug Geld für den Comicbuchladen. Der müsste, glaube ich, 30.000 kosten. Hätten wir den auf jeden Fall gleich schon mal gesichert. Damit die auch alle ihre Comics lesen können. Hier die ganzen. Oh, das war gerade mein Handy-Klingelton. Das war keine Absicht. Eigentlich sollte es auf lautlos sein. Ich weiß nicht, warum es jetzt auf einmal losdüdelt. Ich habe es eigentlich eben extra auf Stumm gemacht, aber naja. Passiert schon mal, ist ja nicht weiter tragisch. Bei den ganzen Geräuschen, die hier so vor sich gehen, stört eins mehr oder weniger ja dann auch nicht. Und ich würde mal sagen, wir nehmen mal kurz einen Rubbel los mit. Könnte es ja wieder ein bisschen spannend machen, eine Bombe. Ja, dann ist ja schon wieder das Maximale, was wir gewinnen können, 500. Aber wir kriegen nur 350, okay. Naja, muss auch mal reichen. So, alle Leute fertig mit Aufgaben. Und bevor wir jetzt damit durchstarten, neue Aufgaben zu verteilen und den Comicbuchladen zu bauen, grasen wir mal eben ganz dezent in der Parallelwelt noch kurz ab, was sich hier noch so ergibt. Wieder noch ein, nee, ist noch nicht wieder größer geworden, aber wir nehmen einfach jetzt diese drei Sachen hier, zack, zack, zack. Ja, was, Server, das kenne ich gar nicht. Und nehmen das ganze Geld mit und verpiesen uns auch sofort wieder. Da wir ja uns um den Comicbuchladen kümmern wollen. Ich habe eben noch irgendwo gelesen, man soll Homer antippen, wenn er Springfield aufgeräumt hat. Das werde ich mir das nächste Mal merken, dann kann er dann wohl irgendwie was machen. Tippt, aber wir haben momentan nichts zum Aufräumen, dann müssen wir erst wieder Land kaufen. Aber das sparen wir uns jetzt als erstes mal auf für den, beziehungsweise das Geld sparen wir uns jetzt erstmal auf, weil wir noch nicht so ganz wissen, was noch alles so kommt, ne? Was wir noch so bauen können. Wir hätten schon was verprasst hier oben für unseren kleinen Park. Von daher würde ich sagen, gucken wir jetzt erstmal, was Sache ist. Fangen wir mit Bart an, würde ich sagen. Ach, jetzt müssen wir das Geld nehmen. So, zurück. Du bist dran, Martin. Hilf mir, die Wissenschaftsprüfung morgen zu bestehen. Auch wenn ich Wissenschaft hasse und Prüfung hasse und wahrscheinlich morgen die Schule schwänzen werde. Kein Problem, Kumpel. Auf zur Bibliothek. Lass Martin die ganze Nacht für unwichtigen Test lernen. Auf geht's. So, Bart. Nacht zu unwichtigen Test lernen. Zack. Die beiden schon mal unterwegs. Lisa. Schicke Lisa zum Babysitten von Rod und Todd. Okay. Wo war denn jetzt der Comicbuchladen? Oder habe ich den schon gebaut? Ne, habe ich nicht. Also Wasserfall. Ne, aber hier ist doch der Errichter Androids Dungeon, genau. 30.000, jetzt will ich mal eben gucken, was der Wasserfall kostet. Ach, der kostet gar nichts, der ist im Inventar, top. Das ist natürlich geil, bauen wir den natürlich jetzt erstmal. Können wir denn mal so ein bisschen Natur gebrauchen? Hier oben ist schon. Dann nehmen wir den Atomkraftwerk, ist auch doof. Ich glaube, hier unten sieht das schon ganz gut aus. Wenn wir den hier oben relativ da dran tüddeln. Wäre eine Maßnahme. Oder was ist denn hier? Sonst haben wir eh keinen Platz, glaube ich, ne? Irgendwie ihn drehen. Ne. Das heißt, oder was ist denn hier zwischen den beiden Straßen oder so? Oder hier? Hier wird es auch gehen. Hier passt es auch, weil hier eh dieser komische Fluss ist. Dann kommt das hier auf die Ecke einfach. Oder machen wir das so und dann machen wir hier unten noch Parkplätze hin oder so. So machen wir das. Das ist der langweiligste Wasserfall, den ich je gesehen habe. Ziel erfüllt. Zack, schön. Ja, aber sieht doch ganz schön aus. Passt auch da ganz gut hin. Hier mit dem Wasser ist das ja dann sowieso. Hier unten ist eh noch ein bisschen Natur. Dann ist das ganz gut und dann gucken wir uns, kümmern wir uns jetzt mal um den Laden de Comic.
Würde sagen, der passt hier oben ganz schön hin, der ist ja nicht so groß. Das ist auch von der Schule nicht so weit für die Herrschaften, Schüler, sich da was zu kaufen. Was ist denn hier? Noch ein bisschen Platz so. Da kann sich die Parkplätze mit dem gelben Blau teilen. Würde ich sagen, bauen wir einfach mal dahin. Dauert natürlich jetzt wieder 24 Stunden. Ich weiß nicht, ob 12 Donuts kosten, den zu überspringen. Das ist mir jetzt ein bisschen viel. Ich weiß ja noch nicht so ganz, ob man nicht mit den Donuts irgendwann vielleicht nochmal irgendwie was anfangen kann. Man weiß ja nie. Und das war's dann jetzt erstmal mit den Aufgaben. Deswegen machen wir jetzt einfach Folgendes und machen alle wieder 12-Stunden-Schichten. Dann kann ich morgen früh nochmal was machen. Und dann gucken wir mal. Oder wir machen 16 Stunden, ich mache dann in 24 Stunden nochmal was, wenn das sowieso soweit ist, dass das Haus oben fertig ist. Mal gucken, wie es so läuft. Wahrscheinlich passiert da bis dahin eh erstmal nichts mehr. Hauptsache, die Leute bringen mir noch ein bisschen Geld ein. Der bisher eigentlich immer ganz gut geklappt. Der ist schon zugange. Badam, badam. Apu. Komische Ire. Ja. Und jetzt sieht es auch schon fast so aus, als hätten wir schon wieder alle versorgt. Wo ist eigentlich? Hab ich Mr. Burns schon gehabt? Da schleicht er rum. So. Und in diesem Fall würde ich sagen, hätten wir alle versorgt. Und damit verabschieden wir uns erstmal für dieses Mal und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, ciao.